This talk is gonna be, okay. Dieser Vortrag heißt Doping Your Fitbit. Daniel. Er wird gehalten von Jiska und Daniel. Für den Fall, dass ihr bei einem der kleineren CCC-Events wart vor 4 oder 5 Jahren, dann wisst ihr, dass Jiska normalerweise Dinge mit Nähmaschinen macht. Daniel is actually the second shift today as a speaker, which by itself probably is stressful. Und es ist die zweite Schicht heute schon für Sie als Speakerin, was alleine schon stressvoll ist. Das ist der zweite Vortrag zum gleichen Thema. Der erste ist natürlich als Aufnahme noch vorhanden. Bei dem ging es um die Firmware des Fitbit. Damit übergebe ich an euch. Okay. So, welcome to our talk. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Wir werden euch heute zeigen, wie man die Firmware modifizieren kann. So, dass man keinen Sport machen muss. So wie jeder hat. Unsere Motivation hier dahinter, als wir Fitness-Tracker angefasst haben, dass die meisten von denen die Sachen nicht lokal verschlüsseln. Also hat man immer, also die meisten verschlüsseln das ganz lokal, deswegen gibt es immer die Möglichkeit, die Daten direkt von dem Band direkt runterzuziehen, und die meisten Apps verlangen es auch, dass man die Daten hochlädt. Also das ist einfach total schlecht für die Privatsphäre. Also wenn man sich Fitbit anguckt, das ist einer der Marktführer. Das ist der Grund, warum wir es gehackt haben. Und sie haben auch einigermaßen ernsthafte Sicherheit. Also das ist ähnlich zu vielen IoT-Systemen. Und ihr Sicherheitssystem ist ganz nett, aber es verlangt, dass man die Daten hochlädt. Also die Sicherheit und die Daten wären natürlich das Beste, um daraus zu sehen. Das Erste, was ich erklären werde, wie das System generell funktioniert und dann, wie wir es verändern, und dann kommen wir zu dem technischen Teil. Also der Tracker hat einen Schlüssel installiert, der symmetrisch ist, der während der Herstellung dort reingeschrieben wird. Also es ist schon auf dem Armband, wenn es kauft. Und es ist zur Verschlüsselung mit dem Server. Also das System ist so sicher wie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das ist die Idee dahinter. Und der Tracker hat nur Bluetooth, also braucht man ein Handy, was den ganzen Traffic weiterleitet. Die lokale Verbindung ist nicht wirklich sicher, und die End-zu-End-Verbindung gibt es zwischen dem Handy und dem Server. Und die Frage ist, ob wir die End-zu-End-Verschlüsselung knacken können, und die Antwort darauf ist natürlich ja. Sie wird nämlich nur für die neuen Geräte verwendet. Die Geräte vor 2015 wurden nicht verwendet, und da konnten wir ins Protokoll gucken. Und da gab es eine Memory Read Attack, die erst 2017 gefixt wurde. Also haben wir eine gute Chance, wenn du die Firma nicht selber gepatcht hast, hast du eine gute Chance an die, also dass man den Speicher auslesen kann. All diese Dinge sind Probleme bei der Verschlüsselung. Und jetzt zeige ich euch, wie man die Verschlüsselung auf dem Tracker zerbrechen kann und wie ihr an eure Daten kommt. Wenn man die Original-Smartphone-App hat, hat man zwei Schritte. Das erste ist ein Login in die App. Wenn man eine eigene App macht, braucht man das natürlich nicht. Und dann braucht man noch ein lokales Pairing. Das kann jeder mit dem Tracker machen. Und dann gibt es den dritten Schritt, die Fernverbindung mit dem lokalen Benutzer. Sobald man einen Code eingegeben hat auf dem Tracker, werden die Credentials lokal gespeichert. Und die App kann dann die Credentials benutzen, um authentifizierte lokale Kommandos auszuführen.
die hängt ab von dem Device Key. So now the question is first of all how you get this authentication credentials. Die Frage ist natürlich, wie man an diese Credentials rankommt. Dafür kann man den Tracker verbinden. Da gibt es ein paar Probleme. Man muss zwar eigentlich beweisen, dass man physikalisch anwesend ist. Eine Möglichkeit ist, dass man eine PIN eingeben muss. Die PIN wird angezeigt auf dem Tracker. The Smartphone-App, where you enter the PIN, und the PIN, die trägt man dann in die Smartphone-App ein. Die wird verschlüsselt an den Server übertragen und verglichen. Das ist so halb okay. Aber dann gibt es natürlich auch noch Tracker, die kein Display haben. Da muss man nur drauf klopfen. Und das lässt sich problemlos mit einer Replay-Attacke sozusagen nachmachen. Damit kann man, weil es keinen Beweis gibt, dass das aktuell ist, kann man jede beliebige Aufzeichnung einfach für eine Replay-Attacke verwenden. Die Plaintext-Assoziation braucht nur, dass man eine Seriennummer vorgibt und die ist auf die Packung aufgedruckt. Die Authentifizierungs-Credentials funktionieren für immer, die kann man also immer wieder verwenden, auch wenn man die Daten von irgendjemandem mitgelesen hat. Das erste, was wir benutzt haben, um die Authentifizierung zu brechen, war ein Speicher, weil ausgelesener Speicher. Wir haben zwei Firmware-Updates verglichen und haben festgestellt, dass ein Kommando entfernt wurde. Und zwar für die One und die Flex wurde ein Kommando nicht entfernt. Da kann man einfach einen Befehl schicken mit einer Adresse und einer Länge und dann bekommt man eben diese Daten zurückgeschickt. Und das enthält auch den Encryption Key. Man kann den also einfach auslesen und damit kann man dann entschlüsseln die Dumps, die Firmware enthalten und eben auch die ganzen Fitnessdaten. Und wenn man sich fragt, warum haben die das gemacht? Also man braucht die Authentifizierung für den sogenannten Live-Modus. Also wenn man zum Beispiel ein Pulsmesser hat, also an einem Fitbit, also man will das nicht jedes Mal an den Server schicken. Und der Server wäre sehr ausgelastet. Also was sie gemacht haben, jetzt kann man einen Closing von Erlang machen, einen anderen Bluetooth-Handle ansprechen und dann bekommt man was sehr cool ist, nämlich Live-Daten, die nicht verschlüsselt sind. Und es ist eine Zusammenfassung von den aktuellen Daten. Also das Erste darüber, also man kann es mitlesen und jeder kann es mitlesen und jeder, der die Credentials hat, kann es auch anmachen. Also Fitbit hat das Ganze auch im letzten Firmware-Update gefixt. Also in dem Sinn, dass man den Live-Modus ausmachen kann, aber man kann es immer noch benutzen, also wenn es nicht ausgemacht hat. Und es ist auch in den neuesten Smartwatches noch drin. Also, und jetzt wird euch Daniel noch ein bisschen mehr über die Firmware und die Hardware erzählen. Okay, legen wir los. Für manches von dem Zeug, von dem wir euch schon erzählt haben und auch für das dynamische Debuggen, möchten wir Zugang zu der tatsächlichen Hardware haben. Aber schauen wir doch erstmal auf eine Schematik, wie das Board ausgelegt ist. Wir haben das eigentliche System auf einem Chip. Das ist basiert auf einem ARM Cortex M3. Dann ist noch ein Bluetooth Low Energy Chip drauf für die Kommunikation mit der Smartphone-App. Und dann gibt es noch ein Accelerometer. Das alles ist verbunden mit einem Bus. Wir wissen auch, dass manche der Software, die in der Firmware läuft, welche Libraries da benutzt worden sind. Wir wissen also zum Beispiel, dass für die Verschlüsselung LibTomCrypt benutzt wurde, für Bluetooth wurde LibShield verwendet. Insofern hilft uns das sehr bei der
beim Reverse Engineering. So sieht das, die Platine aus, wenn man sie aus dem Gehäuse herausnimmt. Man sieht, dass es viele, viele Testpunkte gibt. Und jetzt wollen wir natürlich herausfinden, welche Testpunkte wir brauchen, um den Debugger anzuschließen. Ein paar Leute haben schon herausgefunden, dass man diese vier hier braucht. Je nachdem, welches Protokoll man verwenden will für das Debuggen, braucht man verschiedene Testpunkte. In unserem Fall haben wir SWD verwendet. Damit brauchen wir Testpunkt 8, 9, 10 und eine Erde. Wir können aber auch einfach nur die Erde aus der Batterie hernehmen. The connectors which you can use to connect it the Fitbit to your power supply. Und auf der anderen Seite die Stromanschlüsse, da kann man dann einfach irgendeinen Stromanschluss anschließen. Wir wollen die Firmware herunterladen und auch die gespeicherten Daten verändern können. Schauen wir uns mal die Firmware an. Auf der rechten Seite sieht man unser Test-Setup. Das sieht vielleicht jetzt ein bisschen zusammengestückelt aus, aber es funktioniert. Das Speicherlayout sieht so aus. Es gibt drei Teile. Es ist der Flash-Speicher, wo die Firmware gespeichert ist. Ein EEPROM, in dem sind die Daten drin, die unabhängig von der Batterie sein sollen. Und dann haben wir noch ein SRAM, da sind verschiedene Firmware-Variablen drin. Im Flash, wenn wir uns den näher anschauen, sehen wir, dass es zwei unabhängige Firmwares gibt. Also zwei verschiedene Dinge, die da laufen. Ein Teil heißt der BSL und ein Teil heißt App. Das liegt daran, dass man eben auch einen Rücksturzmodus haben möchte, wenn man die Firmware updatet. For now, just keep in mind that there are two parts. Wir brauchen das noch auf den späteren Folien, aber jetzt einfach erstmal im Gedächtnis behalten, es gibt zwei Teile. In der App ist auch alles, was man braucht, um die Verschlüsselung zu betreiben, also die Schlüssel und die Daten. Wir wollen jetzt den GDB-Zugang einschalten, damit wir mit dem Debugger darauf zugreifen können. Wir haben festgestellt, wenn man GDB anschließt, dass der Debugger aufhört zu funktionieren, sobald die Firmware startet, weil die Firmware diese Ports deaktiviert während des Boot-Ups. Sie braucht das für andere Sachen und das ist natürlich schlecht für uns. Wir wollen wissen, was wir machen können, damit wir es wieder einschalten können und dafür ändern wir die Firmware. Dafür haben wir in unserer Gruppe schon das Nexmon-Framework entwickelt, mit der wir Firmwares binär patchen können. Und das haben wir jetzt angepasst für die Firmware vom Fitbit. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Firmware beliebig zu verändern und können damit die GPIO-Pins nach dem Boot-Up wieder zurücksetzen, sodass wir den Debugger anschließen können und damit haben wir GDB-Zugang. Wir können also Watchpoints setzen und Breakpoints. So, jetzt gucken wir uns den Firmware-Flashing-Prozess mal genauer an. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wie der Aufbau des Fitbits war, aber es ist schwieriger, das wieder zu verwenden, wenn es mal offen war. Also ist die Idee, das über Funk zu flashen. Und dafür muss man es natürlich reverse-engineeren. Wir gucken uns jetzt mal den Prozess davon an. Der Update-Prozess ist ein bisschen schwierig, weil weil man in jedem Kommunikationsschritt mit dem Server seine Version hinzufügt. Und der Server sagt dir dann, ob die Firmware noch aktuell ist oder nicht. Und dann wird es in der App angezeigt und man kann das entsprechend neu flashen. Und es wird aber erst geflasht, wenn der User auf die App klickt und
das quasi zustimmt. This is not really a security feature, so das ist aber kein Sicherheitsfeature, sondern das ist einfach nur ein User-Feature. As soon as the update is started, you sobald get das Update gestartet ist, kriegt man einen Dump von dem Tracker, was die Metadaten sowie die Seriennummer enthält. Das Ganze funktioniert mit einem Firmware-Request, der dann an den Server geschickt wird, der dann die neuen BSL- und Firmware-Daten enthält. Die Firmware flasht dann zuerst das BSL, was zuerst validiert wird, dann geschrieben wird und im letzten Schritt bootet man dann das neue BSL. Danach wird die gleiche Prozedur für die App wiederholt. Dann wird in die App rebootet und man hat das Band wieder wie zuvor. Das Format des Updates stellt sicher, dass man das, die korrekte Firmware flasht. Jeder Teil der Firmware beginnt mit einem bestimmten Hexadezimalcode. Da gibt es einmal den BSL-Chunk, den App-Chunk. Und je nachdem hat man eben Zero Bytes oder wirklich einen Inhalt. Man hat dann natürlich Größenlimitierungen, abhängig von dem Tracker. Deswegen schmeißt man die beiden Firmware-Images zusammen und schreibt sie danach auf das Band. Alle Teile sind hintereinander gehängt. Und davor kommt ein Header. Der Header hat eine Verschlüsselungsoption, die sagt, ob es verschlüsselt oder nicht ist. Und am Ende kommt dann noch eine Prüfsumme und ein CMARC-Tag. Jetzt sagen wir also, wir wissen, wie das Update funktioniert und das ist schön, aber wir kriegen immer noch Fehler, wenn wir das so machen. Deswegen wird auch noch der Adressbereich geprüft. Deswegen wird es in mehreren Runden geflasht, wo der Adressbereich-Check erstmal deaktiviert wird. Wenn man mitten in der Firmware was ändern möchte, dann muss man die komplette Firmware wieder flashen. Wenn das Update nicht geklappt hat, dann wird die Firmware-Version als 0.0 angezeigt in allen Daten. Und das ist natürlich nicht so gut. Und jetzt erzählt euch Dennis, wie die Verschlüsselung funktioniert in allem, was wir jetzt angeschaut haben. Wir wissen jetzt, wie man Firmware Encryption macht im Plaintext-Modus, aber die meisten neuen Tracker haben schon von Auslieferungszustand aus die Verschlüsselung aktiviert. Wir brauchen also jetzt eine verschlüsselte Firmware. Die neuen Versionen benutzen ERX und dafür brauchen wir drei Dinge. Eine 2-Byte-Nouns, die am Anfang jedes Dumps steht, ein 128-Bit Verschlüsselungsschlüssel, den man aus dem EEPROM lesen kann mit der bereits beschriebenen Speicherzugriffsattacke. Und wir brauchen einen 8-Byte MAC. Und weil das ja auf einer Open Source Library basiert, auf der libtomcrypt, die Spongy Castle Library, all diese Funktionen gibt es auch in einer Java Library, die Spongy Castle heißt, daraus kriegen wir diese Funktion, um das zu berechnen. Wir wissen, wie die Kommunikation funktioniert, wir wissen, wie das Firmware-Update strukturiert ist und wir wissen, wie man ordentlich das Update macht. Wir stellen also hier alles zusammen. Wir brauchen 6 Schritte, die man machen muss, um eine eigene veränderte Firmware herzustellen. Man braucht den symmetrischen Schlüssel. Dann braucht man einen Plaintext-Dump der Firmware. Das kopieren wir dann alles auf einen PC. Da kommt dann der Nextmon drauf und damit können wir die Firmware beliebig anpassen.
Then you so for these first two steps and for the last two steps und we have a firm für die ersten Android beiden Schritte und für die letzten beiden Schritte haben wir eine Android App und hier steht auch die URL dafür. Und die veränderte Nextmon Version haben wir auch ein neues Repositorium. Die letzten beiden Schritte sind dann, dass wir die Firmware zurück zum Smartphone laden, neu verschlüsseln und die dann auf den Tracker flashen. Wir zeigen euch jetzt eine Demo, was man damit machen kann. Natürlich wollt ihr euren Fitness-Tracker auf eine interessante Art modifizieren. Wir haben das zum Beispiel jetzt so umgeschaltet, dass jeder Schritt mit 100 Mal genommen wird. So here you can see, hier seht ihr, I shake the Fitbit, wie ich das Fitbit schüttle und jedes Mal, wenn ich es schüttle, werden 100 Schritte erzeugt. And maybe it's, und vielleicht ist es noch gut zu sagen, dass es nicht mit dem der neuesten Firmware funktioniert. Also, aber das ist, ist, weil wir ihnen gesagt haben, dass es falsch ist. Das Oktober-Update, was rauskam, war praktisch kam praktisch nach unserer Forschung erst raus. So, this, modifications, also diese Modifikationen, die kann man auf einem Fitbit One Flex oder auf den anderen Versionen benutzen. Bei dem Flex ist es noch nicht so lange her, dass das Update gemacht wurde. Also wenn ihr jetzt einen Tracker kauft, habt ihr eine Chance, das noch zu modifieren oder wenn ihr noch einen rumliegen habt. Für den Live-Modus, das ist noch ein bisschen cooler. Also das ist immer noch möglich und wenn man mit den Live-Daten zufrieden ist, kann man einfach alle Daten darüber rausziehen und dazu muss man halt den Online-Modus deaktivieren. Um unseren Talk jetzt zusammenzufassen, geht raus und flasht die Geräte eurer Nachbarn, behaltet die Kontrolle über eure eigenen Daten und lasst jeden Code auf eurem Fitbit laufen.